Wir befinden uns hier am Standort der Stütze 1, der steilsten Materialseilbahn weltweit, wo auch die neueste, steilste Pendelbahn mit Personentransport, mit 285er Kabinen und Gütertransport entsteht. Ab nächsten Montag sind wir bereits dran, mit den Stützen zu demontieren. Das sind noch ein paar Herausforderungen, weil die Stütze kragt eigentlich über einen Fels aus. Man muss das natürlich sich vorstellen, dass man es schräg muss alles ausfahren muss, den Sattel runterlassen. Aber wenn man ihn gerade runterlässt, dann ist er bereits zuunterst im Stechelberg, in der Flur. Also den muss man zurückziehen. Wir werden hier, wo ich jetzt stehe, werden wir ein Podest machen, wo wir dann das Ganze demontieren können und nachher geordnet mit einem kleinen Heli rausfliegen. Wir befinden uns hier auf dem Piz Gloria auf 2950 Meter, ein Peak von unserem neuen Projekt Swiss Skyline 20XX. Unser Projekt startet in Stechelberg mit einer Pendelbahn nach Mürren, mit der steilsten Pendelbahn weltweit, die für einen Personentransport ausgelegt ist. Nachher steigt der Gast um auf das erste Funifor der Schweiz, von Mürren nach Birg, und dann auf die zweite Sektion Funifor von Birg nach Schildhorn bei Gloria. Das Funifor hat den grossen Vorteil, dass es extrem windstabil ist. Es ist das windstabilste Pendelbahnsystem auf der Welt. Und die beiden Anlagen können unabhängig voneinander fahren. Es kann auch eine revidiert werden und die andere während dem fahren. Das gibt dem Kunden den Vorteil, dass er 365 Tage im Jahr fahren mit dem System. Durch das, dass wir doppelte Förderleistungen haben von dem alten Bahnsystem, brauchen wir natürlich mehr Energie. Wir arbeiten mit einem Energiemanagement, wo wir die generatorische Energie von den Talfahrten in einen Energiespeicher laden können und nachher auf der nächsten Bergfahrt die Spitze wieder aus dem Speicher ziehen können, sodass keine zusätzlichen Hochspannungsleitungen nach Mürren gebaut werden müssen. Auf der dritten Sektion wird natürlich der James Bond auch das Thema werden, weil es James Bond Location ist am Berg. Und da werden wir euch mit einem speziellen Infotainment noch überraschen. Aber das sehen wir dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.